Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Red Redemption. Ich nehme das erste Mal ein bisschen anders auf und zwar alles nur über die Elgato. Da wird irgendwie der Sound automatisch runtergeregelt, bla bla bla. Ich würde gerne mal gucken, wie das funktioniert. Und wir müssen natürlich noch ein bisschen hier, weißt du? Wir haben das Haus festgehalten, nämlich einsturzgefördert. Wir sind immer noch in Valentine. Eine optionale Mission ist verfügbar. Die Erledigung solcher Aufgaben kann für deine Ehre gut sein. Okay. Gut, dann gucken wir kurz mal auf die Karte. Wir haben ja einige Sachen, die wir tun können. Das haben wir hier. Hier haben wir den Schlachter. Hier haben wir ein Hotel und Gemischtwaren. Und so weiter. Hier ist mein Pferd. Hier haben wir, das gab es ja auch schon im ersten Teil. Lol. Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat. Meine Katze, wenn die übers Laminat läuft, man hört das richtig krass. I don't like that. Ich muss da, glaube ich, das Mikro noch mal ein bisschen umstellen. Aber machen wir. Machen wir. Hier ist irgendwo eine fremde Person. Okay. Und irgendwo, hä, wo ist der? Ach, hier ist eine Nebenmission, oder was? Kopfgeldjagd. Alles klar, wir gehen einfach mal zur Kopfgeldjagd. Was soll der Scheiß? Können wir auch zu Fuß hin. Jetzt aber ein bisschen Endspurt hier. Wie sieht der Bart aus? Junge, der ist aber auch schon ganz schön lang. Da muss man auch wieder, glaube ich, hier schäfen. Mein Pferd ist irgendwo da hinten, das kann auch da stehen bleiben, eigentlich ist egal. Brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Wie gesagt, ist so ein bisschen testen, ne? Deswegen, ich werde mal nach ungefähr 20 Minuten gucken. Hallo? Maybe. It depends. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Sieht das so komisch an. And I don't need to know much more than that, until I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment. But I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annsburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. Leute, ich habe das gerade voll komisch gehört. Ich höre mir das mal alles jetzt kurz an und entscheide mal, ob ich das so weitermache oder nicht. Bis gleich. So, ich habe mir das Ganze mal angehört. Habe jetzt dementsprechend mein Mikrofon ein bisschen anders eingestellt, sage ich jetzt mal. Hoffe, es ist noch ungefähr genau gleich laut. So circa zumindest. Und man hat es echt ein bisschen doppelt gehört, ne? Was passiert in dieser wunderschnöden Welt? So. Kaufen wir mal die Zeitung. Der sagt 100 pro was, oder? Aber ich höre es nicht. Das ist ja strange. So, mehr brauchen wir nicht. Nee, hä? Komm, mein Pferd. Ah, da kommt's angeritten. Ich weiß auch nicht. Irgendwas wird es schon liegen. Ich weiß aber nicht an was. To be honest. Aber gut. Ich kann auch das Mikro noch ein bisschen lauter aufnehmen. Ne? Mal gucken. Ja, man muss noch ein bisschen sich ran wagen und dran tricksen und wichsen und mixen und überhaupt, dass das alles läuft. Aber wir sollen erstmal hier alles untersuchen. Sieht sehr schön aus. Gehe das Gebiet nach Hinweisen auf die gesuchte Person. Ja, hä? Wo finde ich denn jetzt hier Hinweise und so? Hä? Huh.
Okay, ja, nice. Jetzt haben wir hier nichts. Gut. Ich gehe einfach mal vom Pferd runter und ich würde sagen. Hopp. Rein ins Gewässer können wir auch tauchen. Ne. Da hinten ist einer. Das ist bestimmt ein Böser. Sehe ich jetzt schon. Alter. Oh Gott. Hilfe. Ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, das war aber jetzt. Puh. Knapp. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich denn hier nach Hinweisen auf die Jagd? Haben wir irgendwie ein... Oh. Haben mich gebissen, die Scheiße auch. Ach so, ist das... Warte mal, da drüben oder was? Irgendwo? Okay, warte mal, wir schwimmen mal von da hinten darüber. Finde den Gesuchten. Das war der doch hundertprozentig, oder? Der eine Düter. Hoi, 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 hoi. Oh Gott. Nee, das war nicht gut. Oh shit. Halt dich fest. Nein. Oh Gott. Ja, sehr gut. Das gehalten. Puh. Du bist der Gesuchte, ich weiß es. Bleib mal kurz stehen. Ich hab eine Frage, hey. Hey, wait up there. What do you want from me? On second thoughts. Never mind. Sure, anyway. Ohne Witz. Da irgendwas. Oder das ist was in den Einstellungen. Da muss ich mal jetzt. Da muss ich kurz gucken. Audio. Wow. Komm ich denn jetzt? Jetzt komme ich auf die andere Seite, oder nicht? Nee, es wäre die gleiche. Aber was soll ich denn machen, Alter? Die suchen den ja lebendig. Ach so. Ah, ich habe absolut keine Ahnung. Jetzt ist natürlich das Ding. Hör ich da rüber? Pferd, los. Ja, nice. Frage, wo ist der Dude? Hier müsste ja einer rumlatschen. Da oben ist ein Pferd, guck mal. Ah, ich verstehe. Das war der gar nicht. Das war der Typ da oben. Los, Pferd. Du schaffst es. Ja. Nice. Und jetzt muss ich da theoretisch hin und dann sagen, howdy ho, Partner. So, ich laufe mal zu Fuß den Rest. Ich höre keinen Ingame-Sound. Ich habe jetzt keinen Ingame-Sound. Ich weiß nicht warum. You Benedict Albright? Oh, sir? Oh, sir? Kind of look like him. And I was told he'd be up here. Noah. Extrem leise. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. It's just my mother's real sick. Hä? Die ganzen Soundspuren, wo die sprechen, höre ich alle nicht wirklich. I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. Taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold on.
Achso, hochziehen auch noch. Wie gesagt, ich höre jetzt die Stimmen gar nicht, nur Musik und so. Also es ist sehr verwirrend. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. You're taking me in? It's just for question. Oh, you saved my life! Ain't we had enough drama? I'd be better off. They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't jump! Or what? You can't shoot me, huh? Please. I'll take my chance. Come here! Ist er echt gesprungen? Weil eigentlich wollte ich nämlich gleich außen. Aber gut, dann verfolgen wir ihn erstmal. Weiß noch nicht, wo ich genau hin soll, aber es macht nichts. Okay, Kinokamera gedrückt halten. Kein Problem hier, Kinokamera, Junge. Woo! Da ist er. Oh Gott, da muss ich lang. Obwohl, ich hätte auch auf die andere Seite gehen können, aber ist egal. Oh, scheiße. Ich hätte auf die andere Seite sogar gemusst, weil der wird doch bestimmt jetzt... Ah ja, ich kann auch nur hier durchlaufen, kein Thema. So. Ja, wie soll ich den denn retten? Oh, bei der wird bestimmt gleich... Oh Gott. Gleich irgendwo hängen bleiben. Und dann kann ich ihn rausziehen oder sowas. Ah, das ist irgendwie strange, ey. Der Sound hört sich für mich zumindest relativ normal an. Ah, du kleiner... Okay, erstmal ertrinken. Ja, wie hole ich den jetzt ran? Ah, okay. So. Kann ich ihn jetzt hinter mir herziehen? Also, diese Person mit dem Lasso gefangen zu halten. Nee, brauchst du gar nicht versuchen. Ja. Das war's. Ich werde das trotzdem gleich mal kurz die Aufnahme unterbrechen und nochmal gucken, ob ich da irgendwie was anderes hinkriege, weil das ist sehr komisch, dass du kein, also dass ich das nicht höre, ist irgendwie strange. So, ich würde sagen, ich schließe diese ganze Sache auch mal jetzt ab und wir gucken einfach, was passiert. Ich heb den Dude mal auf, pack ihn auf mein Pferdchen und dann ist gut, möchte ich meinen. Ich habe jetzt die Aufnahme von Elgato für den In-Game-Sound ausgemacht. Das könnte jetzt ein kleiner Nachteil sein. Wenn ich In-Game-Sound-Gespräche habe, da muss ich mir echt was einfallen lassen, muss ich gucken. Ne, da kann ich lang, wie das damit funktioniert, weil ich habe völlig vergessen, dass jetzt alles natürlich nur noch über das Mikrofon läuft, also auch der Sound. Das ist ein bisschen doof bei dem Mischpult, ja, weil es ist ja alles dann Mikrofoneingang und das Mischpult behandelt auch alles wie ein Mikrofon. Deswegen ist alles auf einer Spur, was ich ein bisschen schade finde, weil es wäre cool, wenn ich das nochmal splitten könnte. Das wäre richtig sick und richtig nice, aber geht nicht. Aber vielleicht irgendwie findet man ja doch noch einen Weg, ja. Muss man einfach mal gucken, wie das genau funktioniert. Und ich bin irgendwie ein bisschen leiser, habe ich das Gefühl, deswegen habe ich dann mal hier Ingame-Sound ein bisschen leiser gemacht. Ja. Ach, halt die Fresse. Er hat gerade was gesagt, aber es ist halt auch leise, ne? Ja. Ah, vielleicht ist... Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Ist ja voll für den Arsch. Mach mal lieber so, Alter. Das hat aber auch Sound. Okay. Der Sound wird aber nicht... Warum wird der Sound nicht so gut übertragen? Ich habe Medizin in meinem Pocket.
Jo, warum ist denn das so laut, Alter, wenn das Pferd immer ordentlich im Galopp ist? Ja, da muss ich muss mir mit den Kabeln noch mal ein bisschen Gedanken machen, weil das ist war auf die Schnelle gekauft, weil ich es unbedingt probieren wollte. Und da muss man einfach mal gucken, wie das läuft, wenn man sich andere Kabel holt. Das, naja, mal schauen. Ne? So, wir werden mit unserem Pferd auf jeden Fall erstmal hier hin. Und dann werden wir mal gucken. Pferd wird angebunden, zack. So, nicht weg, ja, ist klar. So, Benedict Albright will mal entfernen. Von meinem schönen Reittier. Da würde ich sagen, bringen wir die mal rein, ne? So, komm mal her hier. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was, just leaving. Where you want him? I'm selling the back. Okay, er selbst war jetzt relativ leise, ne? Na, ist nicht so cool. You asked folks for forgiveness, you remember that? I've already forgotten. Sure. How much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam. Please, remember what I told you. Hm, okay. Aber das ist nur manche Gespräche, also manche Sounds, und das ist ein bisschen merkwürdig. Da muss ich mir, glaube ich, echt noch ein bisschen mal einen Kopf machen, was ich da am besten machen kann, damit sich das besser anhört. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal bei euch. Die Folge ist erstmal soweit aufgenommen. Ich werde noch ein bisschen weiter rumfrickeln und probieren, damit sich das alles besser anhört. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.